Willkommen zurück bei Mass Effect 2 und wir werden jetzt gucken, ob wir Grant helfen können und reden mit dem Schamanen auf Tuchanka. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Ordnots gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Erdnard Reeve hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Krank steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krank? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kruganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Grunt wird den Erdnard-Clan stärker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Dieser Mensch schon, wie mir scheint. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige. Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Ja. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wie sind jetzt Ihr Problem? Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Okay, legen wir los. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig! Mal schauen, was uns erwartet. Grunt kommt auf jeden Fall mit und wen nehmen wir noch mit? Oh, schwierig. Jack hat mir schon lange nicht mehr im Einsatz und Jack ist ziemlich stark mit ihrer Biotik. Weniger Haut, mehr Haut? Weniger Haut? Mehr Haut. Sie kriegt das neue Outfit und kommt dabei. So, 2 Punkte bringen mir nichts. Grunt hat 0 und hier haben wir 4 Warp-Munition. Kriegt's auf jeden Fall nochmal einen drauf. Und los geht die Party. Wir haben den Tomcat wieder irgendwo hingebracht. Zufälligerweise die gleiche Sequenz wie zur anderen Reise, aber egal. Sehen wir mal drüber hinweg. Steigen wir wieder alle drei aus. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert.
Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Wenn Sie sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Schau mal kurz. Ich hole mir erstmal ein bisschen Medikill rein. Erstmal hier alles einsammeln. Okay. Das sollte reichen und ich würde sagen, wir wählen nochmal eine Munition aus. Zerreißt Schilde und synthetische Feinde. Betäubungsschuss, ein massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischen Gewalt zurückwirft. Ja, die nehmen wir. Okay, das war keine Munition. Egal. Das Ding steht jetzt runter, genau. Und die Feinde kommen jetzt gleich. Da kommen sie. Ich bin bereit. Muss ich den Knopf wieder aktivieren? Ich weiß, es ist eigentlich gar keine Zeit dafür, aber egal, die beiden sollten mich ja einigermaßen abdecken. Ich bin immer ein Geldgeier. Ich brauch die Kohle. Verdammt nochmal Munition, deswegen muss ich hier mal runtergehen. Schlüsselstein muss wieder aktiviert werden, das heißt, wir können mal kurz hier rumlaufen. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Hier liegt auf jeden Fall auch noch Munition rum. Da vorne. Okay, dann werden wir jetzt Runde 2 starten. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Einen Feind, wie er in seinen Baum verfolgen kann. Ich erinnere mich, dass auf jeden Fall noch ein... Ach du Kacke. Was ist das denn?
Auf der rechten Seite. Nichts kann mich aufhalten. Jetzt von links. Fass mal eine Entfernungsgranate hin. Ja, direkt auf den Arsch. Noch eine Entfernungsgranate hinterher. Munition mehr. Vorne liegt Munition. Ja, erstmal wieder hier Munition aufladen. Puh, wird wahrscheinlich jetzt die letzte Runde sein. Das wäre so ein klassisches Ding, so alle drei Runden. Der Schlüsselstein. Ist aber auch sehr beliebt in den ganzen allgemeinen PC-Spielen und auch Konsolenspielen, dass man einen Gegner halt immer dreimal angreifen muss, um erfolgreich zu sein. Ich schätze mal, jetzt kommt dieses Riesenvieh und wir müssen das dann fertig machen. Okay, da unten ist auf jeden Fall Munition. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Ich schätze mal auch bereit für die letzte Runde. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Überleben. Okay. Spüren Sie das? Alles vibriert. Ich bin bereit. Sie haben uns gesehen. Ein Dreschland. Endlich ein Feind, der dich zu bekämpfen lohnt. Wir müssen einfach nur überleben. Ich würde den Dreschmann eigentlich gerne besiegen. Schön die Munition aufnehmen hier. Ne?
dich. Müsste wieder da drüben auftauchen. Der trifft mich trotzdem von da aus. Willst du mich verarschen? Okay, viel ist nicht mehr. Noch einer. Großwertiger, wir haben den Dreschnot besiegt. Das war's. Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Ja, da ist wohl der leicht beleidigte Kollege drin. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Keir? Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Drunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans geben. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetok-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. So wie ich Grunt kenne, kriegen Sie Ihre Antwort mit Mündungsgeschwindigkeit. Sie kennen Grunt gut, Shepard. Dieser Varen ist tot. Und schnell in Deckung, Jungs. War schon? Frisst das. Auf den Boden, sofort. Das war's. Uvenk ist nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann hier verrotten. Nein, ich wollte die Leiche doch noch haben. Verdammt. Gemeines Spiel. Da waren bestimmt noch ein paar Credits zu holen. Aber wir haben es geschafft. Das Ritual ist vollendet und wir haben einen Dreschlund besiegt. Sie haben
haben den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grant, Sie sind jetzt ein Ördnord. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Ördnord Grant. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das ist wertvoll. Ja. Und damit haben wir Grunts Loyalität auch erlangt. Und jetzt geht's zurück. Du hast doch nicht mal den... Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und zur Normandy? Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Justikarin und Tali. Der Ördnard-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzen. Und die Salarianer auch. Nein, Mistkerle halten nicht für Oberschaden. Gehen Sie zum Clanführer, Ördnard Grant. Sie können sich frei bewegen. Sagt er was anderes? Sehen Sie sich um, Mensch. Das ist die Heimatwelt der Krogan. Zur Normandy bitte zurückkehren. Und damit verlassen wir Tuchanka. Ja, das war doch mal ein schicker kleiner Besuch auf den nicht mehr ganz so schönen Planeten Tuchanka. Grant ist nun definitiv loyal zu mir und zur Crew. Ich werde auch versuchen, dass Grant nicht stirbt. Denn es ist ja schließlich eine Selbstmordmission. Aber es wird nicht Teil 3 geben, wenn Shepard das nicht überleben würde. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das dachte ich mir. Lage der Frauen. Ördnard Dark. Lieber Mensch, der Clanführer hat befohlen, ich soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, aber der Commander der Kundschaft hat gesagt, Sie hätten meine Eier aus der Schusslinie gezogen, als ich drüben im Warlock-Lager gefangen und vergiftet wurde. Danke dafür, wenn ich das nächste Mal Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Nach meiner Genesung durfte ich ins Lager der Frauen und es war ziemlich gut. Ich hatte mir schon überlegt, zum Bloodpack zu gehen, aber jetzt bleibe ich doch lieber hier. Ördnard Dark, Kundschafter zweiter Klasse. Ja, schön, dass wir den Kollegen helfen konnten. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn die Folge euch gefallen hat. Wie immer, einen Daumen nach oben da lassen, netten Kommentar. Ein Abo kostet nichts, falls ihr weiterhin keine Folge Mass Effect verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Mass Effect 2.